Fliegender Wechsel, willkommen zurück hier zum Pressegespräch nach dem Spiel Saale Bulls gegen Tilburg Trappers. Wir verlieren in regulärer Spielzeit 1:5. Schüsse aufs Tor ausgeglichen, 28:28. Strafen Halle 6 Minuten und auf Seiten Tilburg sind es derer 8. Beide Trainer sind da, Kai Schmitz für die Saale Bulls und Doug Mason für Tilburg. Doug, it's your turn. Yeah. Guten Abend alle. Wir haben einen super Start gehabt, und zwei Tore geschossen, in die Kabine gegangen mit einer Führung von 2:0. Und die Bulle, die kommen daraus natürlich, sie sieht in die erste Tor 2:1 und dann für die nächste 5-6 Minuten bis die dritte Tor von uns, war ein bisschen chaotisch bei uns in der defensiven Zone. Sie haben viel Druck gemacht, die Bulle. Sie haben fast die 2:2 geschossen, einzelne Male. Und vielleicht, wenn der 2:2 gefallen ist, ist das ein ganz anderes Spiel gewesen. Aber das ist nicht der Fall. Wir schießen ein drittes Tor, es ist 3:1. Wir sind komfortabel wieder, die Momentum kommt wieder bei uns. Und dann kommen wir in die Kabine mit einer 4:1-Führung. Und dann die erste Powerplay, das wir gekriegt haben, haben wir dann Tor geschossen, 5:1, ist das Spiel vorbei natürlich. Und es ist, ich bin sehr glücklich mit den 3 Punkten natürlich, weil es ist immer schwer, Punkte gegen die Bulle. Aber wir sehen die Bulle wieder über 12 Tage und vielleicht ist das dann ganz anders in Tilburg. Dankeschön alle. Und ich wünsche alle einen gesunden 2024. Danke, vielen, vielen Dank. Kai, sag an, 1:5 ist jetzt nicht der Plan gewesen, klingt aber auch hart, liest sich auch hart, aber es war wirklich zeitweise knapp. Ja, erstmal Doug, Gratulation. Ich mit dem Ergebnis bin ich natürlich unzufrieden, aber ich kann nicht mal sagen, dass ich unzufrieden bin mit der Leistung der Mannschaft, weil jeder hat gearbeitet und das 60 Minuten lang, außer gut, die ersten 10 Minuten haben wir leicht verpennt wieder. Im zweiten Drittel sind wir gut rausgekommen. Und ja, Tilburg einfach brutal effektiv. Ja, da muss man schon sagen, Hut ab. Da hat heute alles gepasst. Bei uns leider nicht. Bei uns ist es gerade ein bisschen wie verhext. Das Spiel am Sonntag hat viel Kraft gekostet in Hannover, weil wir die meiste Zeit da wirklich nur mit 11, 12 Mann gegangen sind. Und ja, die Kräfte sind jetzt auf jeden Fall verschlissen. Und ich suche keine Ausreden. Ich weiß, dass die Jungs jetzt zurückkommen und dann ist ab Freitag, dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann sind einige Leistungsträger wieder da und dann greifen wir wieder richtig an. Danke erstmal für die Analyse, Kai. Wir sehen ja, dass in dieser Batterie Saale Bulls unglaublich viel Strom drin ist. Aber irgendwie geht das Licht an, aber nicht kontrollierbar. Sondern es ist dann mal da, wir hauen alles weg und dann ist es wieder so, dass wir einfach nicht deuten können, warum hat es jetzt nicht geklappt. Es liegt ja nur nicht am Willen. Der ist ja da, der ist ja zu sehen. Ich frage mal Richtung Playoffs. Gehen wir davon aus, dass wir in die Playoffs kommen? Das tun wir. Findest du einen Weg, das zu stabilisieren? Ja, nochmal. Ich weiß, dass viele Leute es nicht mehr hören können. Und ich bin es auch leid, das immer wieder zu betonen. Aber wenn du mal auf unsere Verletztenliste guckst, wer da fehlt, das sind nicht irgendwelche Spieler, das sind quasi, ist das eine komplette erste Reihe und eine halbe zweite Reihe. Also das sind alles Leistungsträger und vor allem auch Leader. Das sind Jungs, die wichtig sind und auch mal die Mannschaft anführen. Das fehlt uns jetzt gerade. Trotzdem, die Jungs, die jetzt da waren, haben alles gegeben. Aber du kannst auf Dauer nicht einfach dir jeden Sieg erarbeiten. Du brauchst auch die spielerische Qualität wieder. Und die kommt mit den Jungs jetzt ja nach und nach zurück. Dann gibt es auch keine Ausreden mehr. Nochmal. Und ich habe nach wie vor vollstes Vertrauen. Und wie gesagt, das ist ja das Gute im Eishockey, dass in den Playoffs alles wieder von vorne losgeht. Wir haben es einmal erlebt, da sind wir Meister geworden. Konnten wir uns in den Playoffs nichts verkaufen. Und jetzt haben wir eine durchwachsene Saison. Und mit vielen Höhen und Tiefen, mit viel Pech. Aber in den Playoffs mache ich mir keine Sorgen, dass das Team da bei 100% ist. Gute Nachrichten, danke Kai. So, Doug, vielen Dank, dass ihr hier wart. Wir sehen uns wieder. Have a safe trip home. Kai, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns Freitag wieder. Das war das Spiel aus Halle an der Saale. Die Tilburg Trappers gewinnen 5:1. Alle Fakten zum Spiel morgen ab Mittag ungefähr, wenn wir hier nicht eingeschnallt sind, auf saalebulls.com. Gute Nacht.